Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zum Speichern. Nicht vergessen, Eggerson spielt mal wieder Civilization 5. Das hier ist ein Faustkeil. Der dürfte eigentlich nicht so stark sein. Wir gehen trotzdem zurück. Ich riskiere hier gar nichts mehr. Oh, sagte ich und gehe in den Nebel rein, um dann neben einer Triere aufzuwachen, die mir hoffentlich nicht so viel Schaden zufügt, dass ich meinen Speer verlieren werde. Gut, Karl hat die Pyramide fertig. Sehr gut. Als nächstes wünsche ich mir eigentlich einen Bautrupp. Einen zweiten Bautrupp können wir gebrauchen, auch im Hinblick darauf, dass wir dann bald noch einen Siedler bauen. Wir schwimmen nur so in Luxusressourcen. 14 Zufriedenheit. Das, da geht was. Wir greifen hier nochmal an. Wir greifen hier nochmal an. Ah, wir haben es überlebt. Wir können ja nicht an Land, aber hier sollen wir es überleben. Und hier kann man nicht heilen. Ne? Wir sind hier runter. Ich möchte nichts mit diesen bösen Schifferpoten zu tun haben. Oh, dass er überhaupt jetzt getroffen werden konnte, tut mir so weh. Das tut so... Oh, wenn er stirbt, dann tut mir das echt so weh. Ich mag das, den Ton nicht hören. Ich habe den Ton nicht gehört. Das müssen wir gewinnen. Ja. Und so im letzten... Punkt, gewinnen wir das. Sehr, sehr gut. Der Frachter ist fertig. Lass uns den Frachter nach Tenochtitlan schicken. Oh, die haben anscheinend auch schon eine Wissenschaft. Eine Religion. Plus 2 Wissenschaft wäre natürlich gut. Bei 17, fast 10% mehr. Ist aber auch ein weiter Weg. Bei Wittenberg würden wir mehr Gold bekommen. Ist auch gut. Und könnten Wittenberg davon überzeugen, unserer Religion beizutreten. Das machen wir. Jetzt können wir. Das sollte man sicher sein. Wir fliehen vor diesem bösen Pot. Ein paar Lenke bauen wir noch einen Frachter. 9 Runden bin ich bereit zu warten, bevor wir dann den nächsten Siedler bauen. Wir stellen hier sicher, dass wir nicht in irgendwelche Bredouillen geraten. Bredouillen. Hier unten liegt der barbarische Hund begraben. Nenn ich's mal. Okay. Der Weg nach Wittenberg sollte erstmal frei sein. Wir haben mich nie hier weiter erforscht. Das holen wir jetzt sofort nach. Genauso wie wir hier nie erforscht haben. Dann müssen wir wieder weg. Ja, um dorthin zu kommen, müssen wir halt echt auch ein bisschen Glück mitbringen. Das ist einfacher gedacht als getan, ne? Weil wir jetzt natürlich nicht sehen, ob hier in den Gewässern irgendwas auf uns wartet. Wenn wir hier hingehen, sind wir tot. Wenn wir hier hingehen, könnten wir überleben. Dann brauchen wir 2 Runden im Wasser, um dorthin zu kommen, wo wir hin wollen. Und selbst dann sind da immer noch Barbaren oder Barbaren. Einheimbeförderung. Oha. Das heißt, ich zweite. Plus 5 Trefferpunkte, halbe Runde außerhalb vom feindlichen Gebiet und plus 25 Verteidigung. Das aber, das bringt uns nichts, wenn wir nicht sofort heilen und zurück an Land gehen. An Land können wir nur von ihm hier angegriffen werden, egal wo wir hingehen. Und zum Wasser werden wir von den beiden Galeeren auf jeden Fall angegriffen. Ich stelle ihn mal hier hin, um ihn hoffentlich davon abzulenken, dass wir unseren Speer da stehen haben. Was hast du vor? Willst du hier umkunden oder was? Willst du nicht, oder? Er hat mich angegriffen. Sehr gut. Wir fliehen weiter. Oha. Wen willst du denn überrennen? Da, schau her. Wir versuchen, alle mal zu heilen. Das sollte er doch machen können. Kann er überhaupt außerhalb der eigenen Gebiete heilen? Ich glaube schon. Du auf jeden Fall, aber du bist also in die eigenen Gebiete. Und mit dir probieren wir es auch. Aha, spannend hier oben. Aber halt keine
Ruinen. Ne? Die hätte ich schon gern. Ist gut. Okay. So weit, so gut. Können wir das Geländefeld hier kaufen? Ja, das bin ich bereit, auch zu zahlen. Und können wir das daneben kaufen? Ja, aber wir haben noch kein Arbeitsboot, das das beackern könnte. Hier oben aufzugehen in die Stadt, von mir aus, das gefällt. Der zweite Vorteil ist fertig. Jetzt gehen wir auch nach Tenochtitlan, um den nächsten, Siedler zu bauen. 7 Runden, statt auch die 30 Runden, bis sie wächst. Von daher ist alles gut. Und jetzt würde ich mir sogar trauen, den Landweg zu beschreiten. Gucken wir mal. Alles nicht so einfach hier. Wir stellen sicher, dass wir hier auf niemanden treffen. Ja, sehr gut. Unser guter Verbündeter Enrico Dondolo hat einen Wunder gelandet. Wir brauchen hier eigentlich auch mehr Bauarbeiter. Na gut. Wir sehen, dass wir hier nicht wassern wollen. Die warten nur darauf, dass wir wassern, um über uns herfallen zu können. Ich schicke hier eine oder zwei Einheiten mit. Hat er vor uns? Nein, hat er nicht, oder? Das würde er nicht machen. Wir gehen trotzdem als sicherheitshalber darüber. Das würde er nicht machen wollen, oder? Wir bleiben sicherheitshalber hier drüben. Jetzt haben wir hier aber gute Voraussetzungen. Bau gerne einen Bauernhof. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Hat Assyrien unkoschere Dinge mit uns vor. Ich hoffe doch mal nicht. Wir können endlich hier rüber. Und können dich da auch supporten, soweit es geht. Orakel wurde auch gebaut. Bisschen spät im Spiel. Aber. Cool, ist auch da. Unser zweiter Bauarbeiter ist fertig. Sehr gut. Da hat doch was vor. Der macht doch hier seine Armee hin, ohne dass er was vorhat. Wecken wir. Ab ins Land mit dir. Okay. Und jetzt stellen wir unsere Sperrkämpfer-Einheit da oben hin. Würde gerne eine Kaserne bauen, aber ich glaube, dass unser Speerschleuderer erstmal wichtiger ist, wenn ich das hier richtig einschätze. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Assyrien hier den Krieg erklärt, wenn er mich fragt. Fortschrittliche Waffen. Wie fortschrittlich? Speerschleuderer. Ist auch okay. Das sind wir doch ganz okay aufgestellt, oder? Weiterhin Bauern unterrichten. Staufert an Osaravali da. Ja, niemand können wir gut gebrauchen. Geld können wir in der Regel immer gebrauchen. Frage ist nur, wo wollen wir zielen? Hier unten böte es sich an. Ja. Können wir noch eine Einheit dazu kaufen, um sicher zu gehen, dass nichts passiert? Ja. Sperrkämpfer ist am Start. Dann gehen wir hier runter. Da ist ein Fluss. Das sind Ressourcen. Sonst ist nur Tundra. Allzu groß wird die Stadt nicht. Aber so ein bisschen was können wir schon draus machen. Produktion geht, glaube ich, ganz gut. Alternativ wäre halt nur auch in diese Richtung wieder was. Das muss nicht sein. Von daher sind wir da gut aufgestellt. Naja. Ich habe echt das Gefühl, er plant da was. Ich hoffe mal, er hat da keine Verbündeten-Gefühl gefunden.
Bibliothek. Ja, Wissenschaft lassen wir stark vernachlässigen. Unwegsam für dich. Wo ist denn jetzt unser Siedler hin? Hier. Okay, da soll eben nichts passieren, oder? Ja. So far so gut. Ich patrouilliere hier mal auf seinem Turf, um ihm klar zu machen. Wir sind die ersten, die Belgrad entdeckt haben. Boah, ihr seid hier unten echt total abgeschnitten vom Rest der Welt, ne? Aber ich patrouilliere hier, um ihm klar zu machen, dass man mit den Maya keine Späßchen macht. Wer mit den Maya Späßchen macht, der hat schnell nichts mehr zu lachen, ne? Und wir schließen Tradition ab. Bei Übernahme aller Politik Traditionsbeige wird jeder Stadt plus 15% Wachstum in der Kostelos des Aquädukt bei den ersten vier Städten gewerkt. Ermöglicht außerdem Kauf großer Ingenieure mit Glauben an Industriezeitalter. Sind wir dabei? Schließen. Nächste Runde. Nächste Runde. Diese Landzunge hier unten will, glaube ich, von uns auch besiedelt werden. Aber ich würde halt schon gern Richtung Norden. Ne? Hier oben ist auch geil. Monty wäre überhaupt nicht begeistert davon und würde zu Recht dann auch versuchen, die Stadt einzunehmen. Können wir auch gut machen. Wo ist unser Speer? Hier. Grob gezeichnete Karte der Umgebung. Best thing ever. Hierhin. Wir gehen hier zurück, um sicherzustellen, dass er keinen Schabernack treibt. Mir gefällt so gar nicht, was er hier vorhat. Es gibt erst nicht mehr so viele gute Spots, um Städte zu gründen. Ich glaube, wir werden klein und fein werden in diesem Let's Play. Wir sind Drittletzter. Das ist okay. Unser Verbündeter Enrico ist natürlich ganz vorne mit dabei. Wir sehen, dass wir noch eine Runde hier warten können. Und ein Jagdlager errichten. Da geht es uns gut. Haben Assur im Blick. Der verzieht sich wieder von der Insel. Hat er vor, nach Palenque zu kommen, oder was? Ja, jetzt habe ich mich befürchtet, dass hier die Barbaren auf uns warten. Aber da habe ich keine Furcht vor. Speerschneider bleibt in der Stadt. Wir haben jetzt eine kleine, feine Armee hier zusammengerottet. Die sollte auf jeden Fall in der Lage sein, ein amphibisches Landen der Assyrer zu unterbinden. Und hier würde ich vorschlagen, dass wir die Stadt verbessern, indem wir was machen? Ein Arbeitsboten an die Fische? Ungewiss. Die Karte ist 5 groß. Stadtmauern, Zirkus, Leuchtturm, Bibliothek. Bibliothek ist the way to go. Interessante Dinge passieren hier. Wir gehen zurück zur Hauptstadt. Geldtechnisch geht es uns ganz gut. Und wir bauen hier. Das führt dann nämlich dazu, dass wir in unserer Stadt hier angreifen können und uns der Barbaren erwehren. Außerdem schauen wir mal, was hier so geht. Wieder in unsere eigene Hut zurück. Bautrupp wäre nicht verkehrt, aber 35 Runden ist ein bisschen lange. Alles ist ein bisschen lange, deswegen machen wir die Pyramide für 20 Runden. Und hier werden wir noch Speerkämpfer, Schleuderer, Schwertkämpfer, wenn wir Eisen hätten. Ist Eisen irgendwo aufgeploppt, ohne dass ich gesehen hätte? Nee, ne? Gibt kein Eisen auf dieser Map. Da. Da gründen wir eine Stadt. Nicht, weil sie viel zu weit weg ist. Jede von dieser Stadtkunstquelle von Weizen, Bananen, will produziert bloß als Nahrung. Und es wird halt auch die Handelswege. Es
wird ermöglichen, dass man über Handelsplätze. Was ist hier denn vor? Was machen die Russen hier? Machen die gemeinsame Sache jetzt alle oder wie? Da könnt ihr aber lange warten. Wir schnappen uns diese drei alten Ruinen. Wer ein Reich bekommt, Technologie. Alles, alles sage ich euch. Wenn wir nicht sterben vorher. Was hast du vor? Wird Zeit, dass ich mir hier doch vielleicht die ein oder andere Einheit noch zulege. Wir werden die kaufen und dann da drüben vielleicht noch ein bisschen Gold dazu. Sperrschleuderer. Auf jeden Fall. Da nehmen wir diesmal offenes Gelände, weil ich ihn auf diesen Berg hier stellen werde. Und was habt ihr vor? Ihr habt doch was vor. Das merke ich doch. Die Spannung ist, liegt in der Luft. Zum Zerreißen gespannt. Zum Zerreißen gespannt. Unwegsames Gelände. Nehmen wir mit. Zack. Bevölkerung. Ist nice to have. Jetzt haben sie nur leider auch einiges an Trichemen. Ne? Und Russland schlawinert hier immer noch rum. Speerschleuderer. Ja? Kommen wie gesagt hier hin. Wir kaufen nichts. Ihr geht ja eh ins Wasser. Okay, dann brauchen wir ja auch euch nicht mehr hinzuverdrängen. Und das seid auch zu weit weg, um irgendwie Schaden zu machen. Das tut auch gut. Hier sind wir fertig. Also lass mal Klartext reden. Halaga, Damik. Okay. Anna? Fordern. Sprechen. Eschame. So mir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen. Ich finde, dass das machen, mir nicht entspricht. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Wir könnten ihm Pferde verkaufen. Das sieht gut aus. Er will uns nichts geben. Ah, er hat nichts. Minus 9 pro Runde. Ja, blöd für dich, ne? Venedig. Magst du handeln? Ja, das bestimmt, was dich interessieren würde. Ja, an der Wand. Offene Grenzen. Wie wär's damit? Sehr gut. Wiedersehen. Brauchen wir zwar nicht, aber es ist immer gut zu wissen. Wir kaufen noch eine. Wir bauen noch eine Triere. Ich habe da so ein Gefühl, dass das hier noch zu etwas führt, was ich nicht gutheißen kann. Und die Frage ist jetzt, ob wir hier die Einheitenkomposition so belassen wollen, wie sie jetzt ist, oder ob wir da nicht noch ein bisschen anders aufstocken. 189, was kommt denn noch ein Speerschleuderer? Ja. Das war alles Unterhalt auch ohne Ende. Aber ich fühle mich gerade echt nicht mehr sicher. Wir nehmen wieder Genauigkeit. Und hier ist schon alles zugebaut. Wir können hier noch eine Mine bauen. So langsam wünsche ich mir, dass sie angreifen, damit ich endlich nicht mehr so aufgekratzt hier rumsitze. Aber die werden schon sehen, was sie davon haben. Wir bleiben hier in Alarmbereitschaft und wir bleiben auch hier oben in Alarmbereitschaft, nur anders. Bauaktionen brauchen wir keine. Speerschleuderer bleibt in der Stadt. Wir sind im Mittelfeld angekommen. Haben mächtige Gegner. Bombe. Frachter. Ah ja, du kannst eine neue Runde beginnen. Dann geh doch nach Tikal für Druck und Nahrung. Aber dann würden wir auf 6 Gold verzichten. Und mit Assur bekommen wir 7 Gold für Wissenschaft pro Runde. Das ist viel. Und wir können Druck ausüben auf Assur. In der Hoffnung, dass sie dann ruinen. 95 Gold. Läuft bei uns. Dass sie keinen Krieg gegen uns starten. Weil wir Glaubensbrüder dann sind.
Zum Glück können wir hier nur einmal angegriffen werden. Dann gehen wir runter. Neues Zeitalter. Wir bekommen keine große Persönlichkeit. Ich habe, glaube ich, die Technologie nicht erforscht, die uns den Bonus gewährt. Seht ihr auch nicht bei jedem Let's Player, dass man da vergisst, welche Technologie das ist. Von daher hier ganz neu mit dabei. Der Bautrupp baut auf dem Weg hier runter auf jeden Fall noch einen Bauernhof. Und dann ist auch schon fast wieder Pause angesagt. Küstenräuber gegen Marineeinheiten. Das ist klar. Und wir gucken, ob wir hier unten das irgendwie unterstützen können. Ah! Doch nicht. Garten. Leuchtturm. Ja, der Leuchtturm ist jetzt angebracht. So viele Einheiten anderer. Ja, leider. Ein Schritt vor dem. Damals zu viel gewollt, waren zu gierig, waren zu ungeduldig. Was haben die vor? Ich weiß es nicht. Will ich es rausfinden? Vielleicht. Einen Sperrkämpfer können wir noch gebrauchen. 7 Runden. Ja. Jetzt haben wir hier eine riesige Armee, die, wenn wir sie nicht einsetzen, voll die Verschwendung ist. Immerhin fühlen wir uns jetzt einigermaßen sicher. 3 Städte. Ich glaube, so viel mehr Städte werden wir gar nicht bauen. Das geht dann eher in Richtung Natur. Wir haben den Victoriasee hier unten. Und haben nicht so gegründet, dass wir ihn nutzen können. Oh Junge. Bisschen mehr scouten. Wenn wir hier gegründet hätten, dann wären wir, könnten wir eine große Stadt sein. Was habt ihr denn vor? Oh Junge, einmal können vielleicht. Eigentlich haben wir nichts davon. Schade eigentlich. Einer benötigt Befehle. Hier unten können wir was bauen. Magst du ihn vor hier oben bauen? Das wäre, glaube ich, ganz nice. Sicher. Man weiß ja nie. Ich bin echt paranoid jetzt. Ne? Frachter kann weiterhin nach Tenochtitlan. Oder aber ja dann doch nach Tikal, damit die Stadt weiter wachsen kann. Wir bauen außerdem ein Arbeitsboot, brauchen wir nicht. Noch ein Siedler brauchen wir auch nicht. Triere brauchen wir auch nicht. Ein Tempel für den Glauben. Vielleicht können wir unsere Religion nochmal verbessern. Gehen wir runter zu Chichen Itza. Und nee, vor können wir nicht bauen. Wir wissen noch nicht, was das ist. Dann bleibt hier oben eigentlich auch nur noch der Weg Richtung Hauptstadt. Viel Erfolg da, nicht geklaut zu werden auf dem Weg dorthin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn wir gemeinsam mit Russland dieses Barbarenlager entfernen, weiterhin das Syrien im Blick haben, die jetzt irgendwie sich wieder zurückgezogen haben und vor Palenque stehen. Und wir schauen, in welche Richtung wir expandieren wollen. Außerdem sollten wir vielleicht mit der einen oder anderen Karriere dann doch noch ein bisschen erkunden, weil wer weiß, ob es hier nicht weitergeht. Mach das mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.